Dies ist ein weiteres Video zum Thema gebrochenrationale Funktionen und hier geht es um das Verhalten der Funktionen im Unendlichen. Und zwar speziell hier in x-Richtung betrachte ich einmal das Verhalten, wenn ich hier Richtung Unendlich in x-Richtung gehe und einmal, wenn ich hier Richtung minus Unendlich in x-Richtung gehe. Dazu noch ein bisschen neuere Schreibweise, denn dieses Ich lasse x immer weiter hier Richtung unendlich gehen, ist eine Grenzwertbetrachtung, weil x kann nie wirklich unendlich sein. Ich kann ja immer noch einen draufpacken, also einen Zähler mehr, wenn ich möchte. Deswegen betrachte ich als Grenzwert, der Grenzwert auf Englisch ist Limes und mathematisch abgekürzt LIM. Und darunter schreibt man denn, welchen Grenzwert man betrachtet. Lasse ich x gegen unendlich gehen oder gegen minus unendlich. Ich kann auch x gegen 1 laufen lassen, immer dichter gegen 1 von unten oder von oben zum Beispiel, wie ich das möchte. Und das schreibe ich hier drunter. Und in diesem Fall möchte ich jetzt, weil ich ja das Verhalten der Funktion für x gegen unendlich bzw. minus unendlich betrachten, schreibe ich also x geht gegen, das heißt dieser kleine Pfeil, unendlich. Und jetzt muss ich ihm natürlich noch sagen, auf welche Funktion betrachtet möchte ich diese Grenzwertbetrachtung machen. Das mache ich jetzt auf diese Funktion, also x Quadrat durch x plus 1. Und das, was da rauskommt, ist praktisch dann der Wert, wenn ich diesen Grenzwert jetzt betrachte, was denn da rauskommt. Das kann eine feste Zahl sein, es kann 0 sein, kann aber auch selber unendlich rauskommen. Und das gilt es genau zu überlegen. Und was man jetzt macht, man setzt jetzt in diesem Fall hier für x einfach eine sehr große Zahl ein. Und weil unendlich kann ich ja nicht einsetzen, eine sehr große Zahl überlegt man sich. So, und was kommt denn insgesamt bei dem Bruch raus? Wenn ich hier für x eine große Zahl einsetze, dadurch, dass ich quadriere, kommt eine noch größere Zahl raus. Hier unten kommt auch eine sehr große Zahl raus, da ist das plus 1 zu vernachlässigen. Naja, jetzt muss ich das Ganze noch teilen, aber je größer die Zahl wird, desto mehr überwiegt hier das Quadrat. Das heißt, die Zahl im Zähler wird immer größer als die Zahl im Nenner. Und deswegen geht das Ganze, wenn ich x immer größer werden lasse, immer weiter gegen unendlich. Also wenn ich x hier gegen unendlich gehen lasse, geht die Funktion irgendwie hier nach oben. Was sie dazwischen macht, das weiß ich eben noch nicht, aber hier geht sie auf jeden Fall nach oben weg. So, das zweite, was ich beim Verhalten betrachten möchte, ist ja, wenn x gegen minus unendlich geht, hier immer weiter raus. Schreibe ich wieder auf, Limes, also der Grenzwert, x, und diesmal lasse ich x gegen minus unendlich laufen, von dieser Funktion. Und jetzt setze ich im Kopf für x wieder eine ganz große negative Zahl ein. Dadurch, dass ich hier oben quadriere, habe ich Minus mal Minus, ergibt insgesamt Plus. Ich habe also eine sehr große positive Zahl. Hier unten setze ich die gleiche große negative Zahl für x ein, habe eine sehr große negative Zahl. Wenn x sehr vom Zahlwert, vom reinen Betrachtwert sehr groß wird, beziehungsweise hier immer negativer wird, dann überwiegt der Anteil hier im Zähler. Die Zahl ist also wesentlich, der Betrag der Zahl hier ist wesentlich größer als der Betrag hier. Aber dadurch, dass ich ja hier ein Minus vor dem x habe, hier verschwindet es ja durch das Quadrat, habe ich insgesamt eine negative Zahl. Und zwar eine unendlich große, weil dieser Teil ja überwiegt. Also minus unendlich. Das heißt, die Funktion, nachdem sie hier irgendwas gemacht hat, geht auf jeden Fall hier gegen minus unendlich. Ich habe hier jetzt nochmal ein zweites Beispiel rausgesucht zu dieser Funktion hier. Soll einmal der Limes für x geht hier gegen unendlich betrachtet werden und einmal Limes für x geht gegen hier minus unendlich. Aufgeschrieben sieht das so aus. Der Limes, also der Grenzwert für x geht gegen unendlich zu dieser Funktion hier ist gleich. Jetzt setze ich in Gedanken für x wieder einen sehr, sehr großen Wert ein und für beide x natürlich jeweils den gleichen sehr, sehr großen Wert. Da kann ich dieses plus 1 hier hinten vernachlässigen. Wenn ich sehr große Werte einsetze, dann sind die beiden Werte ungefähr gleich groß
Hier habe ich nur noch eine 3 dran multipliziert. Das heißt, der Wert hier oben ist dreimal so groß wie der hier unten. Wenn ich das gegeneinander kürze, dann bleibt da einfach nur 3 über. Das bedeutet, dass wenn ich hier x gegen unendlich gehen lasse, diese Funktion entweder von oben oder von unten hier Richtung 3 läuft. Was sie dazwischen macht, weiß ich nicht. Aber irgendwo näherte sich hier immer weiter der 3. Das kann jetzt auch von oben sein oder von unten. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Dazu musste ich sie genau analysieren. Wie sieht das für x geht gegen minus unendlich aus? Minus von x geht gegen minus unendlich von wieder dieser Funktion. Gut, da ich hier nur quadratische Ausdrücke habe, sowohl im Zehner als auch im Nenner, macht es keinen Unterschied, ob x positiv oder negativ ist. Das heißt, auch hier habe ich hier oben immer die dreifach große Zahl wie diese hier unten. Und der Limes wäre dann auch 3. Das heißt, auch für x geht gegen minus unendlich hier nähere ich mich irgendwie mit der Funktion der 3. Wie gesagt, das kann auch von hier oben irgendwo sein, aber sie strebt gegen 3 am Ende. Gut, ich hoffe, das ist klar geworden, wie man mit Hilfe des Limes oder dieser Limes-Schreibweise hier das Verhalten einer gebrochen rationalen Funktion bestimmt für x geht gegen unendlich und x geht gegen minus unendlich. Und damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr alle wichtigen Informationen aus dem Video verstanden habt, zum Schluss noch ein paar Fragen.